Wir haben zwei neue Spieler mit dem Maximilian Wöber und dem Moritz Bauer. Waren beide auch schon auf Abruf mit dabei. Es ist so, dass aktuell beide spielen in ihren Clubs, sind sehr gut mit dabei. Und für uns war jetzt auch, wenn Sie sehen, auf der Abrufliste mit Kevin Wimmer einen Linksfuß, der bei Tottenham eigentlich oder fast ständig auf der Bank saß, und mit Maxi Wöber einer, der regelmäßig spielt, auch ein Linksfuß, und das sehr gut macht, noch ein bisschen jünger ist, einer mit Zukunftsperspektive für uns. Und wir haben uns entschlossen, ihn da mal anzuschauen. Er war ja schon gegen Irland auf der Abrufliste, hat da noch Matura gemacht, war Cupfinale noch mit dabei. Und ja, hat jetzt auch durch seine guten Leistungen das verdient, mal von Anfang an dabei zu sein. Es ist so, dass man auf der Abrufliste auch noch den einen oder anderen Spieler sieht, der noch nie dabei war. Das ist der Hannes Wolf, Maximilian Sachs und Christoph Gnasmüller, die auch in ihrem Verein gut gespielt haben und je nachdem eben auch das mal verdient haben, auf Abruf zu sein. Wir hoffen nicht, dass sich noch jetzt da in der nächsten Runde noch jemand verletzt und wir dann ja, weitere Ausfälle verzeichnen müssen. Also von daher hoffen wir, dass wir mit den 23 beginnen können. Nächste Woche montags. Es ist so, dass wir auch da noch ein bisschen Angeschlagene haben. Es ist so, dass mit dem Grilic, der noch nicht dabei war, ich aber letzte Woche auch schon telefoniert habe, der mir mitgeteilt hat, dass er schon eine Woche voll im Mannschaftstraining mit dabei ist. Also da hoffen wir, dass jetzt da am Wochenende vielleicht dann auch auf der Bank Platz nehmen kann und da näher zum Team rückt. Dann ist so, dass ich gestern noch mit Guido Burgstaller telefoniert habe, der hat ja auch den Fuß vertreten. Er ist gerade aus dem MRT gekommen, hatte vom Doktor noch nicht die definitive Nachricht. Ich habe gesagt, er soll mich anrufen, sobald er die Nachricht bekommt, und ist aber bis anhin noch nicht oder hat bis anhin noch nicht stattgefunden. Ich denke, dass ich Mittag, Nachmittag da mit ihm dann nochmals telefoniere, ob es schlimmer ist, ob wir auch auf ihn verzichten müssen. Grundsätzlich wollen wir ihn dabei haben und wie gesagt, alles Weitere würde dann am Nachmittag geschehen.